Das Internet der Dinge bringt erhebliche Marktchancen für Player weltweit. Wir sehen hervorragende Entwicklungschancen hier für Dresden aufgrund der starken Säulen, die wir haben. Hardware, Halbleiterstandort Dresden. Software, die dynamisch entwickelndste Branche in Dresden überhaupt. Und das Thema Connectivity. Dresden verfügt über das 5G Lab Germany. Die drei Bausteine zusammen ermöglichen uns, das Internet der Dinge in Dresden zu adressieren. Die Hannover Messe ist ja die weltgrößte Industriemesse mit über 3600 Ausstellern, 200.000 Besuchern und, was für die Vermarktung ja ganz, ganz wichtig ist, über 2500 internationalen Journalisten. Das ist einfach ein Platz, wo man hinkommen muss, um zu erleben, was ist technologisch gerade State of the Art, was sind Unternehmen, Forschungsinstitute, die hier an den neuesten Themen von Industrie 4.0, 5G, Internet of Things arbeiten. Das Fokusteam IoT im Silicon Saxony hat das Ziel, die komplexe Wertschöpfungskette und die Akteure in dieser komplexen Wertschöpfungskette im IoT zusammenzubringen. Das heißt, wir haben dort Leute dabei, die Chips produzieren, die sich um Connectivity kümmern, Softwarefirmen wie wir. Und wir alle versuchen voneinander zu lernen und gemeinsam konkrete Kundenprobleme zu lösen in diesem komplexen IoT. Und natürlich darüber hinaus versuchen wir das Thema IoT in der Wirtschaft, in der Politik und in der Bildung zu verankern und dafür zu sorgen, dass Dresden dort bekannter wird. Der Smart Systems Hub ist ein Beispiel dafür. Wir haben eine Technik jetzt produktionsreif, die nennt sich 22 FDX. Und diese Technik erlaubt es, IoT-Anwendungen und Produkte besonders verlustleistungsarm darzustellen. Und das ist neu an dieser Technik. Konnektivität ist für IoT-Anwendungen eigentlich das Grundstück. Wenn Sie Sensoren und Aktoren vernetzen wollen, brauchen Sie Konnektivität. Viele Dresdner Projekte bringen die Konnektivität voran. Wir haben zum Beispiel das aus Dresden koordinierte Fast Cluster, das als Nukleus zählt. Also Dresden ist der Nukleus dieses Clusters. Wir haben aber auch die Institution des 5G Lab Germany, aber auch Projekte wie 5G-Net Mobil oder TACnet, die die Konnektivität voranbringen, insbesondere aus Dresden heraus. Dresden ist ein hervorragender Technologie- und Hochtechnologiestandort. Und wir als Systema sind eines der Unternehmen, die hier am Standort sich genau mit solchen Themen beschäftigen. Und wir können hier auf eine hervorragende Infrastruktur zurückgreifen, wo wir also an vielen Projekten gemeinsam auch mit Industriepartnern und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Das Fraunhofer IWS Dresden hat eine ganze Reihe an neuen Technologien, die Sie hier präsentieren auf der Hannover Messe 2017. Das heißt, geht los von beispielsweise dem Laser Walzplattieren bis hin zu Technologien im Bereich der additiven Fertigung. Am Zentrum für additive Fertigung Dresden haben wir einen neuen Kopf beispielsweise entwickelt, dessen Hilfe wir sehr robust überwacht, mit einer Prozessüberwachung entsprechend integriert Bauteile generieren können. Und das ist hier an dem Stand des IWS dargestellt.